Ja, herzlich willkommen. Wir starten sofort nach dem inspirierenden Vortrag eben, der ja auch die Lage der digitalen Wirtschaft bzw. der Digitalisierung der Wirtschaft angesprochen hat. Freue ich mich jetzt, dieses Panel moderieren zu dürfen. Mein Name ist Ute Brümmer, Mitarbeiterin der Heinrich-Böll-Stiftung, zuständig für Wirtschaft und Finanzen. Unsere Gäste sind, ich fange hier an, Dr. Thorsten Käseberg, Referatsleiter Digitale Souveränität im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Er ist Jurist und Volkswirt und hat Stationen Bonn, Berlin, LSI, London und New York University kennenlernen dürfen und ist in Europa gewesen und hat dazu Wettbewerb und Fusionskontrolle gearbeitet und ist jetzt Leiter des Referats Ökonomische Fragen der Digitalisierung. Herzlich willkommen, Herr Käseberg. Wir haben Dr. Tom Kirschbaum hier rechts an meiner Seite, genau. Er ist der COO und Gründer von Ally. Ich habe lernen dürfen, dass das ein Technologie-Startup ist, was ein intelligentes Betriebssystem für den nachfragebasierten Verkehr innerhalb der Stadt entwickelt. Und es gibt viel Nachfrage danach. Sie haben eine europäische Markteinführung hinter sich und sind auch weltweit in den Megacities der Welt unterwegs. Und Sie sind zudem im Bundesvorstand Deutsche Startups e.V. und sind da zum Thema Future Mobility unterwegs. Herzlich willkommen. Auch weltweit unterwegs ist Volker Smeed. Aktuell, jetzt weiß ich nicht genau, aber jedenfalls im Verlauf Ihrer Laufbahn. Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung von Search Matrix GmbH, die Station bei Holzbrink, bei Hewlett-Packard und bei anderen Unternehmen, Boston, München, Tokio und San Mateo, habe ich mir jetzt aufgeschrieben, das sind alle wesentlichen Regionen der Welt. Und mit Sicherheit bringen Sie uns Einblicke zu der Frage mit, wie steht es um die digitale Wirtschaft in Europa und die Digitalisierung der Wirtschaft? Ist es so, dass Sie der Diagnose, die ja nach dem IT-Gipfel letzter Woche und der Medienberichterstattung darüber fast unisono klang, Europa muss aufpassen, nicht abgehängt zu werden? Teilen Sie das so? Oder? Uneingeschränkt. Können Sie uns das ein bisschen erläutern? Ja, ich glaube, das würde ich uneingeschränkt unterschreiben. Und vielleicht noch ein bisschen ergänzen, weil ich glaube, wir haben so die Wahrnehmung, dass die digitale Wirtschaft im Wesentlichen durch amerikanische Großkonzerne vorangetrieben und beeinflusst wird. Und ich glaube, dass das ein bisschen täuscht. Das ist ein Faktor und der ist unzweifelhaft weit fortgeschritten. Es gibt aber eine Gegenbewegung, die wird zwischen Shanghai und Peking ausgelöst. Wenn man sich die 5 großen Internetkonzerne in China anschaut, dann passiert dort das Gleiche, nur mit wesentlich größerem Umfang. Also mal ein paar Beispiele. Wir alle kennen WhatsApp oder nutzen WhatsApp. Das WeChat in China hat 700 Millionen Chinesen als User und ist so ein bisschen wie das umgedrehte Facebook. Also WhatsApp und Facebook quasi umgedreht und ist technisch sehr viel besser. Kann auch weltweit skalieren. Alibaba hat am Schwarzen Freitag der Chinesen 11 Milliarden Umsatz an einem Tag gemacht auf einer E-Commerce-Plattform. Es gibt in China eine einzige App, die 350 Millionen E-Banking-Kunden versorgt. Also Technologie wird zunehmend von dort kommen. Und wir müssen uns also, wenn wir denken, die bösen Amerikaner, und das möchte ich gerne mal einschränken, dürfen wir nicht denken, die bösen Chinesen. Wir sitzen in Europa genau in der Mitte und werden von 2 Wellen überschwappt. Technologisch, inhaltlich und von der App-Kultur beeinflusst, die heute schon groß und dominant ist. Und wenn wir unseren Akt in Europa darüber nicht zusammenbekommen, dann haben wir in 10 Jahren die Wahl, entweder das eine oder das andere oder beides zu nutzen, aber eine eigene Auswahl werden wir nicht haben. Und da können wir auch lernen aus der Vergangenheit. Meine Meinung ist, es gibt keine relevante europäische IT-Technologie mehr, die wir anwenden können. Wir haben bei aktiven und passiven Netzwerkkomponenten heute schon die Auswahl zwischen amerikanischen oder chinesischen Angeboten. Und ich extrapoliere das heute eigentlich nur auf die digitale Wirtschaft. Das Problem wird nur nicht in Deutschland gelöst. Wenn überhaupt wird das Problem oder wird die Aufgabe in Europa gelöst. Ja, vielen Dank. Da sind wir schon bei den Handlungsmöglichkeiten. Das wird gleich unsere zweite Runde sein, habe ich gesagt. Danke. Und von Ihnen hätte ich auch den Blick. Teilen Sie das?
Ja, ich fürchte, das muss man tatsächlich so sehen. Und das können wir uns ja auch alle fragen, so im täglichen Gebrauch, wenn wir überlegen, welche digitalen Produkte wir nutzen, ob das jetzt die Hardware ist oder die Software, welche Anwendungen, wenn man die im Geiste durchgeht. Beim einen wird es vielleicht dann irgendwie Facebook oder WhatsApp sein, das am meisten genutzt wird. In jedem Fall ist es ein bestimmtes Smartphone. Die kommen eben aus bestimmten Regionen der Welt. Also Software kommt ganz viel aus den USA. Und die Hardware kommt sowieso schon seit Jahren aus asiatischen Ländern. Und ich glaube, das Problem in der Wahrnehmung ist, das ist so ein bisschen schizophren, warum diese Erkenntnis noch nicht mit all ihrer Schmerzhaftigkeit angekommen ist, dass es uns ja eigentlich ganz gut geht. Also gerade die deutsche Wirtschaft steht exzellent da. Die Autounternehmen sind profitabel, selbst die Banken sind noch profitabel. Die großen Stahlunternehmen sind profitabel. Also wir sind so ein bisschen auf der Insel der Glückseligen und der Wasserpegel steigt, aber es gibt noch genügend Strand, dass wir irgendwie sagen, ist doch alles gut. Und ich glaube, das ist so das Problem. Und man kann das an vielen Beispielen deutlich machen. Volker hat gerade welche genannt, ich würde ein anderes gerne nehmen. Vor 10 Jahren war Nokia mit 500 Millionen Telefonen pro Jahr unangefochten Weltmarktführer im Vertrieb von Handys. Das war vor 10 Jahren, 2005. Und dann kam Apple 2006, 2007 mit einem neuen Handy, also einem Smartphone, um die Ecke. Und es war dieses Jahr im Sommer, dass der Rest von Nokia, der überhaupt noch übrig war, dann mittlerweile von Microsoft übernommen, abgewickelt wurde. Also das gibt es jetzt nicht mehr. Und das Gleiche gilt für Telefone, die von Siemens produziert worden sind oder von Panasonic oder den anderen europäischen Herstellern, von denen es 2005 schon eine ganze Reihe von gab. Und natürlich konnte sich keiner vorstellen, dass Nokia, die einfach die besten Handys der Welt gebaut haben, innerhalb von 10 Jahren von der Erdoberfläche verschwinden. Und es steht mir als Unternehmer jetzt schlecht, Unkenrufe zu betreiben und zu sagen, naja, der Automobilindustrie wird das Gleiche blühen. Aber klar ist, es passiert eine so vehemente Verschiebung, dass es Gewinner und Verlierer geben wird. Und es wird nicht jeder, der heute noch ein Gewinner ist und profitabel ist, morgen ein Gewinner sein, wenn er nicht auch dieser Radikalität Rechnung trägt. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt notwendig ist, was ich aber auch sehe. Also ich will auch ein bisschen Wein wieder ins Wasser zurückgießen, dass wir nicht nur jetzt aufs Wasser gucken und sagen, Gott, das ist alles furchtbar, dann gehen wir nach Hause, völlig zerschmettert. Ich sehe auch gleichzeitig, dass eben eine Menge passiert. Und da können wir gerne gleich auch noch drüber sprechen. Also nicht nur bei Startups, sondern in der Breite der Wirtschaft sehe ich im Moment ein zartes Pflänzchen des Umdenkens. Und ich hoffe, dass wir das gemeinsam auch ein bisschen begießen können. Ja, das hört sich spannend an, darauf freue ich mich gleich. Wozu ich Sie einladen möchte, ist auch Fragen zu stellen, so interaktiv wie möglich wollen wir das hier auch gestalten. Bevor ich jetzt Herrn Kiesbeck die Gelegenheit gebe, seine Sicht der Dinge zu sagen, sammeln Sie oder zeigen Sie auf, ich versuche das im Blick zu halten und dann Ihre Fragen hier gleich mit einzuspeisen. Und Sie würde ich bitten, gleich die erste Runde, die Diagnose, aber auch gleich bei den Handlungsempfehlungen zu sein, weil Sie sollen ja die Strategien dann in Deutschland, in Europa inspirierend umsetzen. Und wie machen Sie das? Große Frage. Vielleicht nochmal zu dem zur Bestandsaufnahmefrage. Wie ist die Lage? Das Panel steht ja unter dem Titel Altes Europa 2025. Ohne Fragezeichen, ich hätte mir zumindest das Fragezeichen gewünscht, dass wir alle hoffen, dass das nicht so ist, glaube ich, steht außer Frage. Europa 2015 wurde, glaube ich, von den beiden hier schon relativ viel gesagt. Die deutsche Volkswirtschaft ist nach wie vor erfolgreich. Das Problem erfolgreicher Modelle, Sie kennen vielleicht den Begriff Innovators, die Dilemma, Herr Kirschbaum hat es im Prinzip gesagt, nehmen wir die Automobilunternehmen, wenn man erfolgreich ist, dann lässt man möglicherweise nach und sieht auch nicht so sehr die Gefahren, die von disruptiven Veränderungen ausgehen können. Wenn wir mal das beim Beispiel Automobilindustrie bleiben, wenn man Äußerungen von Vorstandsvorsitzenden noch vor 2 oder 3 Jahren nimmt, dann könnte man tatsächlich ein Stück weit auch Angst bekommen. Ich glaube, dass da tatsächlich ein Umdenken schon eingesetzt hat. Also aus den Gesprächen, die wir im Wirtschaftsministerium führen, ist erkennbar. Und wenn man auch die politische Debatte, auch der letzten, sagen wir mal, 2, 3 Jahre anschaut, das Thema Digitalisierung und Auswirkungen steht überall ganz weit oben. Also in Sachen Bewusstseinswandel, glaube ich, passiert da eine Menge. Das wurde auch gesagt.
Die Frage ist jetzt, was tatsächlich an Maßnahmen auch daraus folgt. Vielleicht muss man da auch wieder, wenn man auf die Unternehmen schaut, ein Stück weit unterscheiden. Es gibt vielleicht noch klassische Mittelständler, die vielleicht noch Sensibilisierungsaufholbedarf haben. Aber auch da sehen wir ein Aufwachen. Es gibt, wenn man Berlin anschaut, eine große, erfolgreiche Start-up-Szene. Jetzt wurden hier Unternehmen wie SAP und Infineon ja auch noch nicht genannt. Es gibt ja nach wie vor erfolgreiche deutsche Unternehmen in dem Bereich. Also wir sollten uns auch nicht, glaube ich, zu klein reden. So eine Überschrift wie Altes Europa, die lädt zum Nachdenken, Aufwachen ein. Aber ich glaube, Pessimismus wäre an der Stelle fehl am Platz. Was macht die Politik? Das Stichwort digitale Agenda der Bundesregierung, das kennen Sie auch alle. Das ist natürlich ein ganz umfassendes Handlungsfeld. Vielleicht nur ein paar Stichworte, digitale Infrastruktur in Deutschland, darüber nachzudenken, was wir jenseits dieses immer wieder genannten 2018-Ziels, 50 Megabit pro Sekunde in Deutschland brauchen. Startups, es ist einiges passiert in Sachen Entbürokratisierung, es fehlen aber noch Schritte beim Wagniskapital. Man kann auch nachdenken über staatliche F&E-Förderung. Also es gibt viele Dinge, die in der Pipeline sind. Es gibt aber, wenn man sich den Umfang des Wandels anschaut, dann würde ich mal sagen, dass die Politik, muss man selbstkritisch sagen, dem Bedarf noch nicht Rechnung getragen hat. Zu allen dreien, genau. Dann würde ich Ihnen die Gelegenheit geben, die Frage zu stellen. Haben wir ein Mikro auch? Kollegin, hallo? Den Mikro hier vorne gleich, erste Reihe rechts. Eigentlich haben wir es immer versucht zu organisieren. Achso, wir haben eins übrig. Nee, wir haben keins übrig, aber Herr Smith teilt sich eins mit. Wir teilen uns. Ja, genau. Ich lasse Ihnen die Frage stellen und dann könnten Sie beide auch noch auf. So, ich war jetzt hier sozusagen gerade auf heißen Kohlen, weil ich auch schon beim Vorredner so ein bisschen gewartet hatte und jetzt auch gewartet habe, was kommen hier als Anfangsstatements. Was ich gerade echt nicht fassen kann, also wo ich richtig so, krieg's noch nicht zu greifen, vielleicht kommt's auch noch, aber wir sitzen ja hier in der Böll-Stiftung, nahe den Grünen, und was ich echt nicht kapiere, ist, weil das bei all den Themen, dieses ganze Thema Ökologie gar keine Rolle spielt. Also ich meine, wenn wir über diese sehr fragile Struktur Internet reden, dann geht es da um Serverstrukturen, die aktuell genauso viel CO2 in die Luft entlassen wie der gesamte Flugverkehr. Sie bauen also ihre Geschäftsmodelle auf einer hochfragilen Infrastruktur auf, noch ein Stichwort seltene Erden, wo man gar nicht weiß oder absehen kann, wo diese Technologien sind, bis wann sie überhaupt nachhaltig entstehen können oder da sein können. Und ich finde dieses Thema, das ist so dramatisch. Also jetzt kommt demnächst ja der Klimagipfel auch in Paris und bislang habe ich dieses Thema noch nicht gehört. Und es wird auch im totalen Blindflug, finde ich, bearbeitet. Sie arbeiten in einem Ist-Zustand. Sie sagen, man muss gucken, was die jetzt machen. Aber ich würde Sie mal fragen, was ist denn Ihre langfristigste Perspektive in Ihrem Unternehmen? Wie lang denken Sie in Bezug auf die Infrastruktur, die Sie da nutzen, wo diese herkommt, unter welchen Bedingungen die ist? Thema Elektroschrottentsorgung in anderen Ländern, Devices und so weiter. Wie haben Sie diese Perspektiven bei sich in Ihren Geschäftsmodellen drin oder auch gerne hier, wie es bei Ihnen berücksichtigt? Vielen Dank. Die Frage bringt meine ganze Ordnung durcheinander. Das ist aber wunderbar, weil das natürlich mein drittes Thema war. Und das ist natürlich wiederum quer, ne, zu der Lage. Aber macht nichts. Sie wollten da gleich zu antworten und dann haben Sie beide Gelegenheit, Handlungsempfehlung und Ökologie. Auf jeden Fall. Sie? Also sozusagen disruptive Frage. Ich glaube, man muss, um es kurz zu machen, das macht doch die Politik immer mal wieder auch die Vorteile, die Digitalisierung gerade im ökologischen Bereich bringt, in die Rechnung mit einbringen. Sie haben ja jetzt zunächst mal die reinen CO2-Emissionen, Stromverbrauch. Würde mich mal interessieren, ob vielleicht gibt es die Studien auch, was durch Verbesserungen an Mobilität, an Strecken, Logistik und so weiter auch an Reduzierungseffekten da ist. Oder an Vermehrungseffekten.
auch an Vermehrungseffekten. Die will ich nicht wegreden. Aber ich glaube, es wäre viel, viel, viel zu kurz, wenn man jetzt rein auf die tatsächlich den großen Energiebedarf abstellt. Nur da Energie, Strom. Entschuldigung. Da vielleicht ein Arbeitsauftrag für die Erstellung einer Übersicht. Ich nehme das mal als Frage mit. Ich wollte damit nur sagen, die Frage ist, glaube ich, wenn man die Waagschale aufmacht, dann muss man da noch ein paar andere Dinge einstellen. Es gibt die Energiewende, es gibt erneuerbare Energie, also insofern gibt es auch Antworten, um die Probleme zu lösen. Ich bin wirklich dankbar für diese Frage, aber eben genau, weil es eine Frage ist, die sehr kompliziert zu beantworten ist. Energiesektor, Smart Grids und so, da liegt es auf der Hand. Mobilität, ist es denkbar? Und deswegen bin ich froh, dass Sie... Ja, gerne. Ich bin dankbar für die Frage, auch für die Leidenschaft. Ich glaube, wir sollten mehr leidenschaftlich streiten, so finde ich es gut. Ich kann Ihnen sagen, wie wir die Welt so sehen und was wir tun wollen. Also wir begreifen uns als ein Civic Startup, eines, das durchaus kommerzielle Interessen vertritt, aber eben in der Civic Community unterwegs ist. Urbaner Transport ist unser Thema. Und was wir tun, ist, wir aggregieren Daten aus dem öffentlichen Nahverkehr, machen die über unsere eigene App nutzbar und analysieren dann aber auch das, was da passiert, um den Verkehr, wie er heute funktioniert, effizienter zu gestalten. Weil wenn man heute eine Stadt bauen würde, würde man nicht mehr angebotsorientierten Nahverkehr anbieten. Das heißt also, ein Stadtplaner überlegt sich alle 20 Minuten, macht es Sinn, dass ein Bus eine bestimmte Route fährt und das kostet dann immer 2,70 Euro. Sondern man könnte über die Vernetzung der Menschen mit den Vehikeln und der Infrastruktur einen dynamischen, nachfrageorientierten Nahverkehr schaffen. Und wenn Sie das weiterdenken, was das noch heißt, durch autonome Fahrzeuge brauchen Sie viel weniger Parkplätze, Sie brauchen viel weniger Vehikel und können dann erhebliche Effizienzen steigern. So, und in dieser Richtung arbeiten wir. Wir entwickeln die Software dafür, wir entwickeln die Algorithmen dafür. Das machen wir nicht nur hier in Berlin, wo man ja sagen kann, das funktioniert ja schon alles ganz gut. Das machen wir in Mexico City und wir haben jetzt gerade die erste afrikanische Stadt gemacht, in Dar es Salaam, wo es noch gar keine digitalen Informationen zum Nahverkehr gab. Also müssen Sie sich vorstellen, da haben Sie gar keinen Zugang zum Nahverkehr überhaupt. So, damit will ich jetzt nicht die Fahne hissen und sagen, das, was wir machen, ist alles toll, weil ich kann Ihre Frage nicht beantworten. Ich habe keine Ahnung, wie wir unsere Elektronikgeräte entsorgen. Ich habe keine Ahnung, wie viel CO2 das, was wir tun, eigentlich verbrauchen. Und ich gebe Ihnen auch recht, dass das in der Diskussion keine Rolle spielt. Das sehe ich auch so. Aber ich muss Ihnen auch sagen, wir zerbrechen uns eben jetzt gerade diesen einen Kopf als Unternehmen und der besteht darin, wie können wir den Nahverkehr von gestern auf morgen bringen. Und da haben wir eine Idee zu und das machen wir mit einem kleinen Team von 40 Leuten, mit den Mitteln, die wir haben. Ich zerbreche mir nicht gleichzeitig noch den Kopf, was passiert mit meinen Computern, muss ich Ihnen so sagen, weil dafür habe ich keine Zeit, dafür habe ich keine Kapazitäten, das kann gut oder schlecht sein, Sie würden wahrscheinlich sagen, das sollten Sie dringend tun. Ich kann Ihnen sagen, ich habe schon genügend andere Themen im Kopf gerade, da kann ich mich nicht auch noch drum kümmern. Ich hoffe, dass jemand anders das tut, weil wahrscheinlich haben Sie recht, dass es richtig ist. Ich kann es aber nicht tun. Deswegen ist so meine Aufmerksamkeit für das Thema tatsächlich begrenzt. So traue ich das nicht. Danke. Herr Smith, vielleicht noch ganz kurz dazu, ein sehr berechtigter Einwand. Ich selber zweifle auch ab und zu mal, in starken oder in schwachen Stunden, das weiß ich gar nicht, an der Frage, was machen wir eigentlich im Jahr 2025? Gibt es eine große Gegenbewegung gegen die Digitalisierung? Ich will das gar nicht ausschließen. Gibt es einen Ermüdungseffekt? Hat Facebook immer noch 1,2 Milliarden User oder hoffentlich nur noch 100 Millionen und kämpft ums Überleben? Das sind alles Möglichkeiten, die liegen übrigens in unserer Hand. Ja. Wir sind ja die Nutzer von all dem Zeug. Zur Technologie. In 10 Jahren von jetzt wird der Energieverbrauch von Infrastrukturen im Wesentlichen dadurch beeinflusst, dass wir von Kupfer auf Lichtwellenleiter gehen. Durchgängig wird Kupfer abgelöst durch Lichtwellenleiter. In Server, in aktiven und passiven Netzwerkinfrastrukturen werden wir abgehen von dem hohen Energieverbrauch, der im Grunde genommen durch Kupfer ausgelöst wird und durchgängig durchgezogen wird. Speichertechnologien werden durch sogenannte Memristoren ersetzt. Es wird also eine große Dämpfung geben. Es gibt zwei Faktoren. Eine große Dämpfung in Bezug auf die heutige Speicher-, Netzwerk- und Prozessortechnologie. Die wird ausgelöst durch eine Lichtwellenleiter-Technologisierung unserer Infrastruktur. Gleichzeitig werden wir aber 10-fach mehr Infrastrukturen auf dieser Welt haben. Also gegenläufige Tendenzen. Ich mache mir selber große Sorgen um den relativ ungebremsten Verbrauch von Devices.
Da sind wir einfach auf der ganzen Welt viel zu verschwenderisch. Ich glaube, mittlerweile ist der Turnover von Devices liegt bei 600 bis 700 Millionen im Jahr, die irgendwo auf dieser Welt landen. Und selbst in Deutschland, wo wir Gesetze haben, dass die Hersteller die Geräte wieder zurücknehmen müssen, ist die Quote dessen, was wirklich zurückgenommen wird, kleiner 10%, obwohl es Gesetze dafür gibt. Ja, jetzt kann man sich fragen, was muss man tun, um die Gesetze besser zu enforcen, denn dann würde man wirklich einen geregelten Rücklauf haben und würde die Geräte nicht auf afrikanischen Sammellagern von Kindern betreut sehen. Also das kann ich alles nachvollziehen. Das liegt aber im Wesentlichen in zwei Faktoren. Unser eigenes Handeln und zweitens technologischer Fortschritt und drittens überlagert mit der Frage, vielleicht gibt es auch die digitale Demenz in 10 Jahren und sagen, analog war doch viel schöner. Dankeschön. Die Kommentare zu den Handlungsempfehlungen, die machen wir in der zweiten Runde und eine Wortmeldung haben wir da hinten nochmal. Ja, Michael Scharfstedt, Joschka Fischer & Company. Ich habe, gestatten Sie mir eine Anmerkung vorab, ich finde, Sie haben alle einen Denkfehler. Da oben steht altes Europa, ich fand den Begriff damals gar nicht so schlimm, weil wir ihn eigentlich ganz positiv gedreht haben, als er kam, aber wir reden jetzt nur über Deutschland und ich glaube, das ist ein kapitaler Fehler in Deutschland und es fängt an der Stelle schon an, dass, als Sie eben sagten, uns geht es ja eigentlich ganz gut in Deutschland. In Deutschland geht es uns momentan gut. Ich kann auch nach Österreich gehen. Im Rest der EU haben wir ein massives wirtschaftliches Problem. Und ich glaube, das ist grundsätzlich ein Fehler in unserer Denke in der Deutschen, dass wir da immer noch viel zu sehr national an den Grenzen bleiben. Meine Frage, es wurde eben Energiewende angesprochen. Ich war gerade in den USA gewesen. Wenn man sich anguckt, Smart Meter, Texas, Kalifornien, die haben das vor 12, 13 Jahren beschlossen, die haben das seit Jahren eingeführt, da merkt man gerade, wie die Digitalisierung uns im Bereich Energiewende eigentlich was wegnimmt. Thema Risikokapital haben wir ein massives Problem. Also meine Frage insbesondere auch an die beiden Vertreter aus der Wirtschaft, was denken Sie denn, wo wir vorne dran sind? Also nicht nur, wo wir aufholen oder mitschwimmen, sondern wo wir der Trendsetter sind. Ja, vielleicht kann ich anfangen. Also das Thema digitale Infrastrukturen hat Europa verpennt. Das brauchen wir, da können wir noch so viel träumen, das Thema kommt nicht wieder. Das ist durch. Ja. Die Chance, die wir in Europa haben, insbesondere auch in Deutschland als sogenannter Motor der Europäer, ist was hier in Berlin häufig als Industrie 4.0 genannt wird. Nämlich quasi die Frage der Prozess, Infrastruktur und Systemlandschaft in Bezug auf die Industrie. Und der wahnsinnigen Verbreitung von IP-Adressen, die sich auf Maschinen verlagern werden, auf Ersatzteile von Maschinen, auf aktive Komponenten, die untereinander kommunizieren. Die Fertigungsprozesse, es gibt glaube ich nur noch 3 Volkswirtschaften auf der ganzen Welt, die wirklich durchgängig Fertigungsprozesse verstehen. Davon haben wir zumindest einen großen Motor in Europa. Und die Chance, die wir haben, ein Statement zu setzen für das alte Europa 2025, ist diese Kompetenz bei uns zu haben, zu halten und in weltweite Standards zu übersetzen und die Führung zu übernehmen bei diesem Thema und nicht wieder darauf warten, dass diese Führung von anderen übernommen wird. Dafür brauchen wir aber ein sehr viel kollektiveres Vorgehen in Europa zu dem Thema, eine Bündelung von Forschungsressourcen, die wir haben, nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt in Europa, eine Bündelung der Unternehmensaktivitäten in Europa, denn auch da befinden wir uns in dem Zustand der Kleinstaaterei. Das ist nicht immer nur das Problem der Politik. Wenn ich mir die großen Telcos in Europa anschaue, die arbeiten ja auch nicht besonders erfolgreich zusammen. Wenn die aber zusammenarbeiten würden, hätten wir einen Gegenentwurf zu einer China Telekom. Ja, wir können aber weiterhin auch auf unserer Insel der Glückseligen arbeiten und sagen, das können wir auch selbst lösen. Industrie 4.0, Bedeutung der System- und Prozesslandschaft innerhalb der industriellen Fertigung, das ist heute unser Thema. Ob wir das in 2025 gelöst haben, das liegt auch wieder an uns. Ja, ich dachte, ich hätte eingangs darauf hingewiesen, dass ich Europa zwischen Asien und den USA eingeklemmt sehe und durchaus da eine europäische Dimension sehe, auch bei dem, was 2005 passiert ist. Aber danke nochmal für die Erinnerung. Natürlich ist es so, dass in Spanien, in Griechenland andere Zentrifugalkräfte gerade herrschen, die hoffentlich eine Chance auch sein können. Nur wenn natürlich ein Land wie Deutschland, das so bestimmt ist in der EU, wenn es dem so gut geht und da offensichtlich keine richtige Not herrscht zur Veränderung, dann hat das wahrscheinlich auch einen Impact darauf, was auf europäischer Ebene passiert, weil ich sehe jetzt auch noch nicht die deutsche Politik darin zu sagen, wir müssen jetzt aber dringen, weil uns geht es so schlecht. Ich glaube, das ist eher das Problem. Bevor ich die Frage konkret beantworte, ein Beispiel, wie es, glaube ich, nicht geht. Wir sehen gerade, dass die deutschen Banken versuchen, mit einem eigenen System PayPal zu kopieren.
PayDirect heißt das. Sehen Sie alle, wenn Sie jetzt auf Ihre Website gehen, commerzbank.de, deutschebank.de, finden Sie jetzt, da wird Ihnen was angeboten, das sieht so aus wie PayPal, das soll so funktionieren wie PayPal und soll aber eben aus deutscher Hand kommen. Das hat 5 Jahre gedauert, um quasi PayPal nachzubauen. Und das Argument, warum Sie das als deutscher Bankkunde nutzen sollen, ist eben, dass der größeren Sicherheit und weil dann da eben die Farbe drauf ist der Bank, die Sie kennen und nicht die Farbe eines Unternehmens wie PayPal. Und das finde ich bedenklich. Weil das heißt eben, dass man sagt, man versucht als eine Industrie, die gerade links überholt worden ist von jemandem, der natürlich mit der gleichen Geschwindigkeit übrigens auch weiterfährt, in dem Moment, in dem der vorbeifährt, wie so einen Snapshot zu machen und zu sagen, ach ja, das will ich jetzt auch machen, dann fährt er aber natürlich 5 Jahre weiter und man launcht dann ein Produkt, das eigentlich etwas kopiert, was schon da ist. Mit wahnsinnig viel Aufwand, glaube ich, politisch auch wahnsinnig schwierig, dass die 3 Bankengruppen versucht haben, zusammen was zu bauen, was es eigentlich schon gibt. Nur weil es dann aus Deutschland kommt. Also ich glaube nicht, dass das Erfolgsrezept ist zu sagen, die Bevölkerung Europas oder Deutschlands, ist mir wurscht, wird sagen, naja, weil es von uns ist, werden wir es nutzen, wenn wir nicht PayPal nutzen, weil es auch technologisch im Zweifel nicht überlegen ist. Also so wird es nichts. Ich glaube, was wir durchaus tun können, ist, uns darauf zu besinnen, wo wir jetzt noch gut aufgestellt sind. Nehmen wir die Automobilindustrie. Jedes Jahr verkauft jetzt VW 10 Millionen Autos. 10 Millionen neue Kunden jedes Jahr und ich weiß gar nicht, wie viele existierende. Das ist übrigens auch ganz interessant. Wie viele existierende Volkswagen, Skodas, Audis gibt es eigentlich auf der Straße? Keine Ahnung, vielleicht 100 Millionen noch, vielleicht sogar noch mehr. Also sind 110 Millionen Produkte dieses Unternehmens unterwegs. Da anzusetzen und zu sagen, was kann man damit eigentlich machen? Wie kann man mit einer radikalen Strategie darauf setzen und sagen, was ist digitale Wertschöpfung für meinen bestehenden Kundenstamm? Und das unter der einen Voraussetzung, und da wird es dann richtig schmerzhaft, indem ich mich auch selbst kannibalisiere. Es wird nicht gehen, indem man sagt, wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht nass. Und das ist so ein bisschen das, was ich in der Diskussion vermisse. Es muss klar sein, dass Zöpfe abgeschnitten werden, dass alte Geschäftsmodelle versagt haben, dass es wahrscheinlich auch bedeutet, dass irgendwo Leute ihre Arbeitsplätze verlieren, um neue Arbeitsplätze zu schaffen und neue Innovationen zu schaffen. Letztes Beispiel, Springer. Der Springer-Konzern ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, wie es funktionieren kann. Springer hat für 1 Milliarde seine Zeitungen verkauft, also nicht alle, aber die großen Regionalzeitungen sind alle verkauft worden und hat quasi gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr. Also unser traditionelles Geschäft gilt heute nicht mehr. Wir investieren jetzt in etwas, diese 1 Milliarde, das uns heute wehtut, in Online-Medien, in Startup-Companies, in etwas, von dem wir eigentlich wissen, dass uns das bei Welt und anderen wehtun wird. Also eine Kannibalisierung des bestehenden Geschäftsmodells. Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis, dass es nur das funktioniert, was uns heute dann auch wehtut, damit wir morgen auch noch existieren. Und das sehe ich leider bei vielen, vielen Akteuren noch nicht so richtig, dass es eben diesen Prozess auch braucht, wenn nicht die Innovation, die Disruption von außen kommen soll. Danke. Nur ganz kurze Ergänzung, also Industrie 4.0 gebe ich meinen beiden, das sehen wir auch so, das ist sozusagen die große Stärke, nicht nur Automobilindustrie, Industrie insgesamt. Und da sind deutsche Unternehmen auch durchaus führend, wenn man Robotik nimmt, Sensorik, da sind deutsche Unternehmen derzeit vorne und das sollte man auch als positives Signal nehmen, wo die deutsche Wirtschaft möglicherweise noch nicht so ganz stark ist beim Thema Plattformen zu bauen. Also es wurde ja schon viel gesagt zum Thema, wie sich Wertschöpfung verändert, Marktstrukturen verändern. Plattformen zu schaffen, Endkundenbeziehungen über Plattformen herzustellen, ist möglicherweise noch nicht eine deutsche, europäische Stärke. Das kann ich nicht ganz beurteilen, maße ich mir nicht anzusagen. Aber Industrie 4.0, glaube ich auch, ist einer der großen Kernbereiche. Eine kurze Widerrede, Sie sagten Telcos, größere Einheiten in Europa denken wir zu kleinteilig. In bestimmten Bereichen, aus meiner Sicht ja, im Bereich Telekommunikation, da gibt es auf den Märkten jetzt die 2 oder 3 Player jeweils. Ich höre das immer wieder, die europäischen Champions und so weiter. Die Telcos sind relativ groß und man muss auch sehen, irgendwann geht es dann halt mal auf zu Lasten der Verbraucher und das wollen wir, glaube ich, auch nicht. Okay, eine ergänzende Frage habe ich aber noch. Sehen Sie ein Handlungsfeld für sich für die europäische Standardsetzung? Also weil das war jetzt recht, Sie haben ja gesagt, die deutschen Unternehmen, deutsche Industrie 4.0 und der Einwand. Wo sind Sie da unterwegs?
Also die Frage, die Ausgangsfrage sozusagen europäisch oder bitte europäisch zu denken, ich glaube, das ist wirklich allen Beteiligten klar, wenn wir auch immer reden jetzt über digitale Agenda, Bundesregierung, Deutschland, ja, aber es ist klar, dass viele, viele von den Fragen nur europäisch angegangen und gelöst werden können, sei es das Thema Ordnungsrahmen, wenn es geht um Datenschutz, der ja auch das ist ja auch ein wesentliches, das kann man nicht national machen, aus vielerlei Gründen, aus Kostengründen für die Unternehmen, um auch anderen USA und so weiter entsprechend gebündelt ein Interesse entgegensetzen zu können. Das geht nur europäisch. Okay, danke. Zwei Wortmeldungen, Sie? Vielleicht noch ergänzend, auch okay. In Europa müssen wir als Kompetenzergänzung denken. Ich denke, Deutschland hat in Europa definitiv die Fertigungskompetenz. England zum Beispiel würde ich die Financial Services Kompetenz zusprechen, die definitiv in Deutschland nicht vorhanden ist. Wir müssen da in Kompetenzbündeln denken und entsprechend an der europäischen Agenda handeln. Ich glaube nicht, dass jedes Land für sich jedes Problem, das es da gibt, lösen wird. Das ist übrigens auch in anderen Regionen nicht der Fall. So müssen wir, glaube ich, denken. Man findet in jeder großen Volkswirtschaft in Europa einen gewissen Kompetenzbündel wieder, den man einfach europaweit nutzen sollte und nicht sagen sollte, oh, das müssen wir jetzt auch machen. Ich glaube nicht, dass die deutschen Banken jemals zu der englischen Kultur aufschließen werden. Das ist übrigens keine Frage von gut oder schlecht, das ist eine Frage von Größe. Kompetenzbündel, so zwei Fragen und ich möchte, dass Sie die nacheinander stellen, dann haben wir die. Haben Sie die Mikros? Achso, Sie auch, dann haben wir drei. Dann machen Sie drei. War das eine Frage noch? Achso, halt. Hallo. Dann Sie drei. Und ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Jörn Hiddissen. Ich komme von der Avato Systems, IT-Dienstleister Bertelsmann AG. Ich glaube, die Digitalisierung ist wie das Internet, das geht nicht mehr weg. Das ist da und kommt. Ob wir das wollen oder nicht, das ist, glaube ich, nicht mehr die Frage. Die Frage ist jetzt, was machen wir da draus? Und meine Überzeugung ist, wenn wir uns nicht endlich angewöhnen, den Blick des Nutzers einzunehmen und zu schauen, was hat jede einzelne Person davon, um dann zu gucken, wie kriege ich den Nutzen zu dieser Person hin, so, dass sie sowohl gesellschaftlich wie auch ökologisch wie auch wirtschaftlich vernünftig ist, dann werden wir auf Dauer ein Problem haben. Große Firmen müssen es schaffen, ihre Lösungen und Produkte mal loszulassen und sich mal in die Situation des Nutzers zu versetzen, um dann die Dinge neu zu denken. Beispiel, wenn man bei Miele den Ingenieuren sagt, die nächste Generation Waschmaschinen muss weniger Wasser verbrauchen, dann machen das die Ingenieure. Sie gehen aber davon aus, ich muss Wasser nutzen, um Wäsche sauber zu machen. Muss ich das? Kann ich Wäsche auch anders sauber machen? Diesen Vektor lasse ich gar nicht zu, weil ich die falsche Frage gestellt habe. Das, glaube ich, ist eins der Dinge. Das zweite ist, was können wir als Europa? Ich glaube, altes Europa, wie es der Vorredner schon sagte, ist genau der richtige Ansatz. Aus unserer Erfahrung und Tradition heraus die Dinge weiterdenken. Smart Data, nicht Big Data, sondern Smart Data denken. Daten, auf die man sich verlassen kann. Nicht die große Datenmenge, man kriegt irgendwas raus, sondern man kriegt was Verlässliches raus, weil ein verlässlicher Datenbestand da ist, zum Beispiel. Danke. Sie und Sie. Ja, Jörg Albrecht von Huawei, südchinesischer Hersteller für Netzwerktechnologie und Telekommunikation. Ich wollte kurz sozusagen aus der Perspektive, weil ich das eben auch mitbekomme aus China sozusagen, das Thema Industrie 4.0 und wie das da wahrgenommen wird. Wir haben gerade von zwei Wellen gesprochen, die sozusagen auf Europa überschwappen, USA und Asien. Aber wenn man differenzierter hinschaut, ist es in China zum Beispiel so, dass Industrie 3.0 dort noch gar nicht in dem Maße existiert. Das heißt also die voll automatisierte Produktion, sondern da ist man, das wird noch 20, 30 Jahre dauern, bis man in China überhaupt Industrie 4.0 machen kann. In Deutschland sind wir da an einer ganz anderen Ebene, da sind wir viel moderner. Und da, weil wir von den Chancen reden, was kann sozusagen Deutschland/Europa besser als andere,
Sind wir sozusagen sehr gut aufgestellt. Und es gibt ja immer das Bild der, wir haben die erste Halbzeit verloren in der Digitalisierung, sondern die zweite Halbzeit gewinnen. Das finde ich immer ein bisschen schräg. Ich glaube, wir haben das ganze Spiel schon verloren. Wir müssen aber das Spiel, was jetzt kommt, gewinnen. Und ich sage das deswegen, weil wenn man zweite Halbzeit nur spielt, dann ist der Gegner der gleiche, das Setting der gleiche, die ganze und das ist eben nicht der Fall. Wir haben eine ganz neue Herausforderung. Ich glaube auch, Netzwerkinfrastruktur und so weiter, das Thema ist durch. Aber wir haben jetzt einmal ein neues Spiel, neue Anforderungen mit Industrie 4.0. Und da sind die Startaufstellungen von Deutschland gar nicht so schlecht. Eine Bestätigung zu der Diagnose hier. Und danke. Dann noch Sie und dann gebe ich hier nochmal zu einer Abschlussrunde. Dann haben wir nämlich unsere Zeit um. Ja, Michael Barth von Genua, ein deutscher Hersteller von Netzwerkkomponenten, IT-Sicherheit. Ich habe tatsächlich aber eine Frage ans Panel. Also wir alle gucken nach Europa und sagen, dass nur in Europa die Lösung möglich ist, was ich bejahe. Nur die Frage ist eigentlich, wie sehen Sie in Europa da aufgestellt? Also als ich groß geboren bin, da ging es in Europa eher um Werte im Sinne von Virtues. Jetzt geht es in Europa eher um Werte im Sinne von Values. Ich erlebe, dass weder die Organe der Europäischen Union aus meiner Sicht da im Moment richtig und gerechtfertigt handeln können, als auch die Entitäten, die Staaten, da gewisse Probleme haben. Ich sehe, dass in Polen europäische Flaggen von der Regierung abgehangen werden. Meine Frage ist, wie sollte sich Europa aus Ihrer Sicht da entwickeln? Weiterentwickeln, zurückentwickeln, in die richtige Richtung entwickeln? Ja, vielen Dank. Das war in der vorletzten Reihe auch am Fenster sitzend. Das ist die letzte Frage und dann gibt es hier noch. Ja, vielen Dank. Jürgen Kossack von Siemens. Da jetzt so viel über Industrie 4.0 die Rede war, fühle ich mich doch angesprochen und freue mich natürlich, dass das hier so in den Mittelpunkt unserer optimistischen Aussicht gerückt wird. Ich trete auch jetzt hier nicht an, Sie vom Gegenteil zu überzeugen, sondern das sehen wir natürlich bei uns auch so. Ich würde gerne Bezug nehmen auf einen meiner gerade Vorredner, der die Kundenorientierung einforderte. Wir sind heute fast ausschließlich Industrieunternehmen als industrielle Ausrüster. Insofern treten wir beim Endkunden, bei uns allen, wie wir hier sitzen, als Endkunden nicht mehr auf. Aber selbstverständlich haben wir eine Kundenorientierung. Das ist gar nicht anders möglich. Und auch das Thema Industrie 4.0 entsteht in unserem Haus natürlich nur in engster Abstimmung mit Kunden und deren Möglichkeiten, die die dann mit dem Einsatz dieser neuen Technologien haben werden. Zum Thema europäische Dimension würde ich aus unserer Firmenperspektive ergänzen wollen, dass wir einfach durch unser eigenes Unternehmen mit seiner unter anderem natürlich europaweiten Vernetzung dafür sorgen, dass auch die Branchen oder die Potenziale anderer Länder in Europa, ob es Spanien ist, Frankreich, Italien, osteuropäische Länder, dass die in unserem Firmenverbund auch mit einbezogen sind und dann ihrerseits dort natürlich auch wieder Netzwerke weiter verfügen, über Netzwerke verfügen. Ja, und die Smart Data Funktion würde ich gerne noch mal kurz erwähnen, die auch einer meiner Vorredner sagte. Und da fällt mir allerdings ein, dass wir durchaus auch andere Potenziale haben. Ich sage mal, im Health-Sektor würde ich nicht sagen, dass der Zug da schon für Europa und für Deutschland abgefahren ist. Das ist eine ganz eigene, neue Welt, die uns große Potenziale noch bescheren wird, wo wir, glaube ich, nicht so schlecht unterwegs sind hier. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das waren jetzt nicht alles Fragen, sondern auch Kommentare und mit Blick auf strategische Handlungsempfehlungen an Bundesregierung im europäischen Zusammenhang. Nehmen Sie Stellung und Bezug auf das, was Ihnen jetzt noch auf der Seele liegt. Wer fängt an? Herr Smith. Ich kann nicht auf jede Frage oder auf jeden Hinweis antworten. Meine persönliche, ganz persönliche Meinung zu Europa ist, wir müssen Europa ernst nehmen. Das Bottom-up-Prinzip wird nicht auf Dauer funktionieren. So sehr ich das schätze, dass man zu jedem Problem, das wir in Europa haben, einen Gipfel einberuft, dann wird Europa irgendwann zur Gipfelnation. Wir müssen Europa ernst nehmen und das meine ich institutionell. Wir müssen loslassen in den Ländern. Damit meine ich weniger Deutschland, damit meine ich das, was ich gerade jetzt im Moment spüre, was die europäische Einheit angeht. Zu dem, was Sie angesprochen haben, ja, das stimmt, wir müssen umdenken. Das passiert aber im Kleinen wie im Großen. Also Sie kommen von Avato,
Ja, Bertelsmann ist für jeden hier bekannt. Bertelsmann ist weltweit einer der größten Publikumsverlage. Ja, was ist der größte Wettbewerber von Penguin, Random House? Amazon. Was ist eigentlich der Bertelsmann-Gegenentwurf dazu? Ja, gibt keinen. Ja. Alle halten daran fest, dass wir glauben, dass wir auch im Jahr 2025 noch das duftende Buch vor der Nase haben und lesen. Kann übrigens so passieren, muss aber so nicht passieren. Und einen Punkt wollte ich nochmal ganz besonders aufgreifen, der verbindet sich nämlich auch, das, was Sie gesagt haben, Herr Dr. Käseberg, ist, wir müssen in Deutschland lernen, in Europa lernen, Plattformen zu bauen. Industrie 4.0 ist eine Plattform und auf der Plattform wird die Wertschöpfung definiert. Nicht mehr an dem Device da draußen, nicht an der Verbindung dazwischen, sondern auf der Plattform. Ja? Unternehmen wie Google können eigentlich nur existieren, weil wir weltweite Infrastrukturen gebaut haben, die deren Profitmodell fördern. Wenn wir nicht in der Lage sind, eine europäische Healthcare-Plattform zu bauen, und damit meine ich nicht das CT-Device, was von Siemens Medical hergestellt wird, sondern die sinnvolle Verbindung untereinander, dann werden wir diese Herausforderung nicht meistern. Wir meistern es nicht nur am Device, wir müssen die Verbindung herstellen, in Plattform denken. Und drittens, und jetzt komme ich zu meinem größten Appell, Europa, mit Ausnahme der UK, ist komplett ausgetrocknet, was Risikokapital angeht. Und das meine ich wirklich so. Wie sind denn diese Plattformen der Welt groß geworden? Wie ist denn Facebook groß geworden, bevor die an die Börse gegangen sind? Wie groß war denn die Menge von Risikokapital, das sie eingesammelt haben, um in die Nähe dessen zu kommen, was sie heute sind? Das sind mehrere Milliarden Dollar, die da geflossen sind, bevor das Unternehmen A profitabel war, und es war im Börsengang immer noch nicht profitabel, steckten mehr als 2 Milliarden Dollar, wahrscheinlich sogar eher 3 Milliarden drin im Risikokapital. Und was machen wir hier in Deutschland? Versuchen Sie mal in Deutschland 40 Millionen Risikokapital von Venture Capitalisten oder Private Equity Fonds einzusammeln. Viel Spaß dabei. Einziger Ort in Europa, an dem man das möglicherweise machen kann, sind die 2 Meilen in und um Kensington in London drumherum. Ja? Hier in Deutschland keine Hoffnung. Ja? Haben wir ein Problem damit, Kapital zu haben? Ganz sicherlich nicht. Wir machen es nur nicht verfügbar für die Plattform, die wir bauen müssen. Und das ist sicherlich nur am Rande eine politische Aufgabe, die wirtschaftlichen und finanziellen und steuerlichen Rahmenbedingungen für Risikokapital zu schaffen. Aber hier stecken wir in unserem eigenen Kopf fest. Das macht mich jeden Tag sauer. Damit wollte ich schließen. Over to you. Dankeschön. Ich wollte gerne erst Ihnen antworten lassen und dann haben wir so eine kleine Systematik. Sie haben das Schlusswort. Drei Gedanken in aller Schnelle. Erstens glaube ich, ist wichtig, dass wir die Erwartungshaltung an Politik kalibrieren. Die Politik steht vor der Herausforderung, der Gesetzgeber steht vor der Herausforderung, dass die Prozesse nicht für die Digitalisierung gemacht sind. Das geht so schnell, was wir erleben, dass ein normales Gesetzgebungsverfahren dem gar nicht nachkommt. Also wenn wir uns insgesamt die Frage stellen müssen, wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Wie schaffen wir es, dass wir zu einer Rahmensetzung kommen, in der Politik nicht permanent in der Position ist, hinterherzulaufen? Ich nehme ein Beispiel, Uber. Eines der erfolgreichsten Startups im Moment weltweit, ist in Deutschland verboten. Finden wir das gut oder schlecht? Kann jeder seine eigene Meinung haben. Ich finde es ein katastrophales Zeichen, dass wir über ein Gesetz aus Urzeiten, das vor allem die Taxiindustrie schützt, eine Industrie, die, wenn wir keine Fahrer mehr haben, sowieso erheblicher Disruption unterworfen ist, dass wir aus dem Grunde einen der Innovationsplayer weltweit in Deutschland nicht auf die Straße lassen. Das ist kein gutes Zeichen für den Standort und es wird natürlich darüber geredet, ob wir es ändern wollen oder nicht, aber es passiert nichts, weil auch die Gesetzgebung natürlich nicht in der Lage ist, so schnell hinterherzukommen. Müssen wir uns also fragen, ist überhaupt das System geeignet, der Innovation in dieser Geschwindigkeit nachzukommen? Darauf habe ich übrigens keine Antwort, aber ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, passt das eigentlich so oder was ist so, wie schaffen wir es, dass es schneller geht? Zweite Erwartungshaltung, die ich an die Politik justieren möchte, ist, dass wir mehr Innovation und Investitionen brauchen, wird nicht von der Politik leistbar sein. Die Milliarden, von denen Sie sprechen, die ich auch gerne sehen möchte, die werden nicht über die Politik leistbar sein, sondern das muss die private Wirtschaft leisten. Das müssen vor allem die deutschen Corporates leisten, weil die, ganz ehrlich, sitzen auf ihrem Geld und stecken es in ihre eigenen R&D-Departments und sagen, unsere Forscher werden das schon richten. Das war immer so. Unsere Forscher sind die besten Ingenieure auf der Welt, die werden das tun. Und Milliarden und Abermilliarden gehen in die eigenen Forschungsabteilungen und gleichzeitig gibt es einen Startup Accelerator, der ein paar Millionen kostet, damit man seinem Vorstand schöne Fotos besorgen kann, wenn der am Kicker steht.
Ich überspitze jetzt bewusst, aber das ist leider die Realität. Während in den USA Milliarden und Milliarden in Startups investiert werden, es ist Teil des Ökosystems, sich an Startups zu beteiligen mit Milliarden und diese für Abermilliarden zu übernehmen. Daher kommt die Innovation und nicht daher, dass man in seinem eigenen Ding sitzt und der Ingenieur bei Miele sagt, wie schaffe ich denn nochmal 100 Milliliter Wasser zu reduzieren. Bei Nokia wurde, als Apple das iPhone gemacht hat, an den Buttons und am Bluetooth gearbeitet, an den Buttons, an den Knöpfen, weil die nachhaltiger sein sollten. Und dann macht Apple halt ein Telefon ohne Knöpfe und dann ist es vorbei. Und wenn jemand eine Waschmaschine ohne Wasser macht, dann wird es auch für Miele schwierig, was ja ein fantastisches Unternehmen ist, aber dann wird es schwierig. Also das ist das Problem. Und die dritte Anmerkung, was wir durchaus tun müssen, ist, dass wir halt regulatorische Hemmnisse abbauen müssen. Und das Thema des Datenschutzes ist für mich ein Trauerspiel, weil seit Jahren wird auf europäischer und auf nationaler Ebene etwas diskutiert, was nicht unbedingt ein Innovationserleichterer ist. Und vielleicht erinnern Sie sich an diese Werbung Ferri Ultra aus den 80er Jahren und 90er Jahren. Ja, da gab es diese zwei Dörfer, das eine Dorf hat gefeiert und das andere Dorf hat gefeiert. Und beide haben eine riesige Pfanne Paella gemacht. Und während das eine Dorf eben dann abends dann noch Ewigkeiten an der Pfanne schrubbte, hatte das andere Dorf eben dieses Superprodukt Ferri Ultra. Und die Werbung endet damit, während in Villa Riba noch geschrubbt wird, wird in Villa Bajo noch gefeiert. Ja, schon gefeiert. Mir kommt es manchmal so vor, dass wir in diesem einen Dorf sitzen, während das andere schon feiert und Innovationen leistet, sitzen wir da und diskutieren über Datenschutz und dieses und jenes. Und rechts und links passieren aber die Innovationen. Also wir müssen uns schon entscheiden, was wir wollen. Wollen wir diejenigen sein, die da auf der Innovationsspur arbeiten, dann können wir wahrscheinlich auch den Datenschutz nicht aufrechterhalten, so wie er existiert. Das geht einfach nicht. Oder wir müssen uns überlegen, wir wollen eben dieses Gut so hochhalten, aber dann können wir nicht gleichzeitig Innovationsführer sein. Beides wird, glaube ich, nicht gehen. Herzlichen Dank, Herr Käsberg. Das war eine Steilvorlage. Also Sie haben ganz viel gesagt, auf das ich eigentlich einfach nur reagieren will. Vielleicht das Letzte zuerst, Datenschutz. Datenschutzgrundverordnung soll ja Ende des Jahres kommen. Ich sehe die Rolle von Europakonferenz, heißt ja auch Netzregeln, auch darin den Ordnungsrahmen vorzugeben. Das heißt, Datenschutz, Sie haben gesagt, inhaltlich ganz klar eher für, sagen wir mal, ein Pro-Innovations, ein lockeres Regime plädiert. Egal wie es aussehen wird, das kann nur auf europäischer Ebene funktionieren. Also ich gebe Ihnen recht, da muss ein gesunder Ausgleich her zwischen den Interessen der Verbraucher am Datenschutz. Aber auch der Verbraucher, muss man ja auch sagen, da an guten europäischen Produkten, die nur dann entwickelt werden können, wenn bestimmte Dinge in Europa auch möglich sind. Ordnungsrahmen Europa, Stichwort Nachfolgeabkommen für Safe Harbor, Stichwort TTIP. TTIP ist nicht jetzt unbedingt digital relevant, aber das sind die großen Aufgaben, die auf europäischer Ebene eigentlich nur gelöst werden können. Dann hatten Sie gesagt, mehr Investitionen ist natürlich einfach sozusagen für die Politik da zuzustimmen, wenn Sie sagen, das ist vor allem eine private Aufgabe. Meine persönliche Meinung ist, Sie haben vollkommen recht, dass deutsche und europäische Wagniskapitalsystem, Sie kennen es wahrscheinlich besser, ist ein Stück weit auch, da ist viel öffentliches Geld drin. Das muss eigentlich nicht so sein, wenn die Rahmenbedingungen für privates Kapital stimmen würden. Da ist jetzt was passiert, Wagniskapital, Kabinettbeschluss, aber das, also um es aus Wirtschaftsministeriums Sicht zu sagen, das reicht nicht. Also da müssen weitere Schritte kommen. Und wie Sie sagen, da müssen sich auch andere Akteure, die Industrie, viel stärker beteiligen. Dann hatten Sie gesagt, vielleicht nochmal den Bogen auch zu einem Thema wie Datenschutz oder Verbraucherschutz, Uber und andere Geschäftsmodelle. Ich verstehe, dass Sie sagen, Sie finden das ein schlechtes Signal. Ich glaube, man muss die Diskussion lösen von ganz konkreten Personenbeförderungsgesetz, ist es in dem Fall. Da sind mit Sicherheit einige alte Zöpfe drin. Ich glaube, man muss die Diskussion davon lösen und sich fragen, was will man denn an Standards haben? Wir wollen solche Unternehmen haben, wir wollen aber gleichzeitig auch, dass
wir weiterhin einen Schutz desjenigen, der da gefahren wird, dass das Unternehmen Steuern zahlt und dass es mit seinen Arbeitnehmern, wenn es denn Arbeitnehmer sind oder je nachdem Selbstständige, ist ja auch manchmal die Frage dann, wer Arbeitnehmer, wer selbstständig ist, aber dass das weiterhin auch, dass das, was wir an Schutzstandards haben, in der digitalen Welt ein Stück weit auch weiter gilt und fortgeschrieben wird. Und insofern glaube ich, gibt es für Politik eine Menge, was Sie sagen, zu tun im Sinne von Kalibrieren auch des Ordnungsrahmens. Herzlichen Dank, Herr Smit, Herr Kirschbaum, Herr Käseberg. Das war kurz und sehr prägnant. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich habe eine ganze Menge Hinweise darauf gekriegt, wo wir an diesen Feldern weiterarbeiten müssen. Kalibrierung der Erwartungshaltung, wunderbares Stichwort. Vor allen Dingen auch nochmal im Kontext dessen, was wir im Eingangsvortrag gehört haben, der mich sehr beeindruckt hat. Die bürgerliche Freiheit und die bürgerliche Gesellschaft, die Notwendigkeiten, da den Ausgleich zu finden, das ist natürlich für wirtschaftliches Handeln extrem wichtig, weil die bürgerlichen Freiheiten entwickeln sich ja gemeinschaftlich mit einer freiheitlichen Wirtschaft, die gleichzeitig einen guten Ordnungsrahmen hat, damit was passiert. Also in diesem Sinne machen wir uns weiter auf die Suche und beim Mittagessen haben Sie vielleicht Gelegenheit, mit dem einen oder anderen noch weiter ins Gespräch zu kommen. Schönen Dank.